So, und weiter geht's. Nicht viel getratscht. Heute will ich dann doch mal ein wenig weiterkommen. Obwohl ich mich ja relativ viel entmutigen lassen habe. Will ich es jetzt mal hier so. Okay. Ja, läuft. Wenn das hier so weitergeht, dann könnte ich hier natürlich noch als Sniper durchgehen. Was ich in jedem anderen Shooter verpasse, weil ich einfach nur zu dämlich dazu bin. Ja, und jetzt? Und jetzt? Und jetzt? Keine Gegner, keine Fallen. Sieht natürlich aus, als wäre das hier so eine komische Fabrik hier. Dann wollen wir mal sehen, was diese Fabrik für uns so offen hat. Aha. Den da zum Beispiel. Oder. Den da zum Beispiel. Oder. Scheiße, mir fällt kein genialer Satz mehr ein. Aber ich glaube, ich springe hier einfach mal drauf. App. Lol, den habe ich ja noch nicht mal erwischt, aber den treffe ich im Sprung, ist klar. Also so manches Mal ist mir dieses Zielmanagement echt ein wenig merkwürdig. Okay, hier geht's noch ein höher. Was ist das denn? Gucken. Macht das Aua? Oh, schlafen. Nein, nicht wirklich. Sorgt auch nicht gerade für Entspannung. Dann würde ich sagen, nehmen wir mal dieses schlüsselähnliche Ding hier und lassen uns damit. Gibt's hier irgendwo ein Tor? Nochmal hochfahren. Runter hier. Los jetzt. Ach so. Ja, da wäre ich fast auf den Falschen gesprungen. Dann wäre ich wieder ganz unten gelandet. Herzlichen Glückwunsch zu dieser Erkenntnis. Das wiederum gefällt mir gar nicht. Das will ich. Oh, ich dachte schon, das zerquetscht mich hier. Wenn wir das jetzt mal gerade angucken. Also, da kommen die raus. Fahren da lang, gehen da rein. Und ich würde behaupten, da hinten ist eine Kurve. Und die kommen dann. Nee, die gehen hoch. Hä? Wie jetzt? Ah, die kommen dann hinterher da runter, okay. Das heißt, ich werde höchstwahrscheinlich da rein müssen. Ja, ist natürlich wieder Jump'n'Run-mäßig. Ich hasse Jump'n'Runs. Lass mich durch. Ich bin Arzt, ich bin wichtig oder so ähnlich. Ja, wunderbar. Nein, ich will nicht fallen. Daten werden geladen. Lass mich. Alter, wer schießt da auf mich? Ach nö, nicht du schon wieder. Hau ab! Wo ist der? Ha, also irgendwo, wo er mich gerade nicht erreichen kann. Das ist schon mal super. Das ist natürlich toll. Da wirst du direkt in so eine Gülle da reingestopft und stirbst daran. Aha. So nicht. Tja, jetzt sind wir hier weiter in irgendeiner komischen Fabrik. Na komm schon, weg da Fass. Sehr nice. Ich will natürlich jetzt gucken, wie es hier weitergeht. Ob das hier reingeht, ich habe keine Ahnung. Aber ich würde fast Entschuldigung, behaupten. Hier unten geht es nicht weiter. Das könnte ein Fahrstuhl sein. Da unten ist nichts. Ja, außer ein Weg, der da reinführt. Mal eben reingucken. Nö, führt theoretisch ins Nichts. Dann werde ich mal diesen egoistischen Wahn folgen und einfach mal hier durchgehen.
Lass mich durch. Ja, Mann, wir wissen's. Oh, so schön am Knie getroffen. Zumindest optisch. Oh, nö. Komischerweise. Als man mich auf die Welt hier bringen wollte, ja, und dieser komische Wissenschaftler in diesem Versuchsraum mit dem Superteleporter hier einfach nur das Tor aufmachen sollte, ja, da waren diese Viecher unbesiegbar, ja, jetzt nur zwei Revolverschüsse sind sie weg. Sag ja. Schwerer als jedes Endgame. Ja, wenn man natürlich trifft, richtig schön in den Schädel, so gefällt mir das. Gehe ich natürlich hier weiter. Oh ja. Fall wie nasser Sack. Aber das hatten wir ja schon mit den Anfangsviechern. Den Headcrabs. Tja, darunter oder nicht darunter? Ich habe keine Ahnung. Aber ich würde mal behaupten, ich schau mal... Oh, nö. Alter, geh doch zu Hause. Ja. Das ist ja förmliches Nest hier. Okay. Nummer 1. Den ich eigentlich gar nicht getroffen habe. Lol, und den, wo ich viel genauer war, den treffe ich nicht. Ist klar. Sowas von am Arsch hier. Okay, hier werde ich noch eine Etage höher gefahren. Ich weiß aber gar nicht, ob ich das so... Ach, okay, jetzt bin ich auf dieser anderen Seite dieser Lagerhalle, nenne ich es mal. Ich guck mal einfach, was hier so zum Vorschein kommt. Hi! War schön, dich kennengelernt zu haben. Auch wenn das nur ein kurzes Erlebnis deinerseits war. Hey! Alter! Ich kann ihn doch nicht mal treffen hier! Zum Henker mit euch. Das gefällt mir natürlich gar nicht. Hm. Oder gehe ich doch eine runter? Ich glaube, ich probiere mal diesen Weg aus. Der sehr tief hinab geht. Herzlichen Glückwunsch. Ich sag ja. Jump'n'Runs, nicht meine Welt. Hep. Hey, ich hab's geschafft. Ah, hier wird man drin geheilt. Das ist natürlich sehr, sehr schön. 32 Schuss habe ich nur noch. Das ist natürlich gar nicht gut. So, und jetzt gucken wir mal, was es hier noch gibt. Oh. Mal wieder ein Abenteurer, der es hinter sich hat. 15% Energie jetzt auf 30%. Toll, jetzt sind wir hier unten. Das bringt uns jetzt natürlich voll. Ach je. Ja, das ist ein Fahrstuhl. Alter, der irgendwie voll krass abgeht. Das gefällt mir natürlich überhaupt nicht. Nö, jetzt sag nicht, ich muss hier... Kannst du mich nochmal? Alter! Stirb doch einfach! Ist doch ganz einfach! Ja, ich muss den anderen... Nein! Ja, herzlichen Glückwunsch! Tja, ich würde sagen, auf Leben und Schutz möchten wir nicht verzichten. Also sind wir gezwungen, uns hier durchzukämpfen. Da war doch was. Ja, jetzt wieder nicht. Sehr eigenartig. Hier gehen wir mal schnell rein. Hier speichern wir nochmal. Ah, ich sag ja, ich brauche 10-mal länger wie jeder andere Half-Life-Spieler. Einfach nur, weil ich andauernd selten dämlich irgendwo abstürze. So, hier bin ich jetzt raus. Hep, da auch.
Nein! Das scheiß Ding hat mich eingeklemmt. Ja, selten dämlich. Je. Herrgott nochmal. Ja, wenn einem die Dummheit packt, dann richtig. Energie jetzt auf. Da kann ich mich gerade sowas von gar nicht freisprechen. So kriegt man natürlich auch eine schön lange Folge hin. Indem man einfach nur zeigt, wie man es überhaupt nicht drauf hat. So. Aha. Warum nicht gleich so? Hä? So, jetzt langsam vorbeitapseln. Oh, das war schon wieder fast zu knapp. Aber jetzt können wir unseren Gratislift nach oben nehmen, der uns sogar noch ein bisschen Haue verspricht. Rein da, drauf da, hoch jetzt. Geht doch. Guck mal natürlich. Es ist natürlich. LOL? Wie schnell kann der laufen? Ich fühle mich gerade von diesem Spiel megamäßig verarscht. Also nehme ich mir jetzt den Revolver und mache das Sturmkommando. Hallo? So. Geronimo! Wie jetzt? Hä? Captain Sinnfrei hat mal wieder zugeschlagen, oder was? Okay, das ist da unten. Ah! So kann man natürlich auch hier reinkommen. Komm schon, trau dich, wenn du kannst. Hä? Wie jetzt? Also ich muss sagen, dafür gefielen mir die Headcrabs auf dem Menschen als Zombies eindeutig besser als diese Viecher hier. Und dahinter haben wir auch wieder was entdeckt. Guck, guck. Ja natürlich, dreimal in den Kopf geschossen oder was? Was bist du denn für ein Kaputter, ey? Nein! Ja, super! So kann man sich sein eigenes Grab schaufeln. Und ich bin wieder hier unten. Tja, Leute, ich bin mal wieder in dieser Phase. Mache ich beim nächsten Mal weiter. Weil sonst haben wir, glaube ich, hier noch 5 Folgen, die genau so enden. Nicht schaffen und sehr viel Zeit vertrödeln oder auch verdödeln. Bei dieser Zeit, die brauche ich ja definitiv auch noch zum Rendern. Ich darf hier auf jeden Fall nicht anfangen, hier rumzuspringen, weil in diesen ganzen Tanks, wie wir jetzt gesehen haben, sind natürlich die ganzen dicken Mistviecher. Und das gefällt mir natürlich gar nicht. Ja. Das zum Thema keine Sprengladung. Das hat sich gerade sowas von ausgesprengt und diesmal bin ich nicht schuld. Du mich auch. Ah, okay, das war dieser Seitenweg, von dem man reinkommen konnte.
Ah, ist natürlich richtig kacke. Leben! Danke! Wir speichern mal schnell. Sonst haben wir nämlich gleich alles nochmal zu machen. Nein! Oh, guckt euch mal deren Hirn an. Sieht ja sexy aus. Hm. Also du hattest auch schon mal bessere Zeiten, mein Freund. Was ist denn das denn hier? Sprengladung? Ja, von mir aus können wir die Viecher ja auch in die Luft sprengen. Genau, sind wir jetzt mal ein bisschen sadistisch. Bitteschön. Komm doch. Herzlichen Glückwunsch. Alter, das Viech ist ja immer noch nicht tot. Okay, dann machen wir es eben so. Ich will hier nämlich nicht noch weiter böse überrascht werden. Na, den Staubsauger, den können wir nicht nehmen, der hat keine Munition mehr. Machen wir mal eine ganz aggressive Sprengstoffvariante. Wiedersehen. Das sollte genügend Sprengkraft gehabt haben, dass da definitiv nichts lebend rauskommt. Aber wir haben gesehen, da ist wieder mal eins dieser dicken Viecher. Da war eins dieser dicken Viecher. Okay. Fassen wir mal kurz zusammen. Trollen, was nur geht, und nicht weiterkommen. Och nö. Alter, wie viele Schüsse verträgst du eigentlich? So. Machen wir mal die ganzen fiesen Sachen, wie die Soldaten das auch gemacht haben. Komm schon. Und jetzt. Gute Nacht. Johnny Boy. Sehr, sehr nice. Lol, wie der einfach überlebt mit einer Einfachsprengung. Genau, knie nieder, Sklave. Oder sehe nicht. Oh, Alter, hat das hier überhaupt irgendwann mal ein Ende? Das gefällt mir überhaupt nicht. Da sind ja massig dieser Viecher, also keine Ahnung. Also ich würde behaupten, das ist hier deren Arbeitsplatz, ja, aber ich halte das hier irgendwie für so eine Brutkammer wahrscheinlich eher. LOL! Mal ehren hier! SOS! Wir werden angegriffen! Du, mich auch. Was hältst du denn hiervon? Also ich würde behaupten, die Granaten haben gesessen. Sehr nice. Oh, nö. Weg mit dir. Weich hier. So. Wieder mal dieselbe Variante wie eben. Ich habe keine Lust, mich mit den Viechern hier anzulegen. Ja, warum ich hier jedes Mal durch diese Menüs scrolle, ich weiß auch nicht. Normalerweise weiß ich jeden Tastendruck. Stirb einfach.
So. Ja, wieder mal ein Abenteurer, der zugrunde gegangen ist. Dessen Munition haben wir, Raketen haben wir, ja, einmal alles. Ich würde behaupten, da geht unser Weg weiter. Hier nochmal eine kleine Bacta-Station. Heilen, heilen, heilen. Sehr, sehr nice. So, jetzt sind wir voll geheilt. Begeben uns in das, wie wollen wir es nennen? Rotlichtmilieu der Aliens und schauen uns das Ganze einfach mal beim nächsten Mal an. Also, bis denn. Tschüss.